Ja, so sehe das Spiel aus, wenn ich diesen Fernsehdings angemacht habe. Hätte. Hey, ich hasse es hier. Vielleicht hasse ich es etwas weniger, wenn du mir mal Schwung gibst. Was ist das hier? Vielleicht hasse ich es weniger, wenn du mir Schwung gibst. Noch mal von hinten. Gut, ich renne mal hier durch die Tür durch. Das geht sogar. Aber ich finde hier keine Zigaretten. Gut. In der Demo ging es übrigens darum, Zigaretten zu finden. Damit Bildmatt rauchen kann, damit er spucken kann. Hier war ich schon drin. Und was geht mit dir? Ich werde deswegen nicht ausflippen. Ausflippen tötet das Bewusstsein. Außerdem muss ich an meinen Wohlfühlort denken. Allerdings scheine ich dafür noch eine Ziggy-Stick zu brauchen. Udi, kann ich mir eine schnorren? Ja, 8 habe ich. Ah ja, sag ich doch. Wohlfühlort. Ich sag doch, Wohlfühlort. Und Kino. Woman. Auf dem Kino. Hier war ich ja schon. Das Kino endet wirklich hier. Okay. Mehr zu holen hier. Oh. Nein, ich war noch nicht hier. Ich habe oben übrigens was vergessen. Finden. Stalker. Bin hier links rumgegangen. Das ist übrigens eine riesen Hand mit einer Zigarette. Das Klo ist defekt. Inaktiv, wie man es auch nennen möchte. Mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. Hi, Karl Lagerfeld. Und so ein Würstchen hat sich über die Krabbe mit Biss beschwert. Meine Mutter meinte immer, man sollte mit dem Mund nicht provozieren, was der Arsch nicht ausbaden kann. Den sollte ich mir merken. Okay, hier haben wir eine Krabbe aufgespießt. Uns was zu holen. Schade. Moin. Dich erinnere ich mich auch nicht. Sorry, Chef, aber wir haben den Wartungsarbeit gerade geschlossen. Schade. Sei denn, du bist hier, um den Witz zu reißen. Du weißt schon, den Kackwitz. Hab ich schon. Ich verstehe schon, ich bin eine Fliege und es sieht so aus, als würde ich die Kacke verkaufen. Und totlachen. Hey, weißt du, was ich auf Schubladen schenken reimt? Schubladen denken. Ah ja, Mann. Oma liebt dich. Hey. Prost. Ich komme hier nicht rein. Okay. Ich wollte die Gag echt nicht machen. Big Matt, live bei Bloomiverse. Da war ich noch nicht. Dum, 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 dum. Epilepsie-Warnung.
von der Geschwindigkeitswarnung gegangen. Hey. Ghost, was geht ab? Wir haben uns gestern Abend so richtig die Kante gegeben. Das letzte Mal, als ich Matt sah, stolperte er im Schlamm herum. Seit Matt mich in der Quicksline ausgenommen hat, ist mein Leben ein einziger schöner Rausch. Ich kann es kaum erwarten, das Video bei Blumenwurst zu drehen und dann groß rauszukommen. Ich glaube, ich muss unbedingt Mut finden. Ja, er hat alle Masteraufnahmen für die neue Platte. Sobald die Leute erstmal die neue Musik hören, heißt es Click Slide, Click Slick for Life. Hallo. Oh, du bist. Bist du nicht Big Mats Manager? Ich weiß schon, dass Denken nicht gerade deine größte Stärke ist. Das ist Big Mats große Chance. Und er ist nicht hier, also geh ihn suchen. Die kleine Homies lassen sich von großen Homies keine ernsthaften Karrierechance versauen. Prost. Das war ja klar. Wie immer kommt nur der Manager pünktlich. Toll für diese Einstellung, aber ich mache hier nicht die Regeln. Die Regeln besagen, dass ich nicht nett zu dir sein muss, wenn du kein Talent bist. Ich will aber, dass du die Kamera übernimmst, sobald jemand mit Talent ankommt. Geh damit in den blauen Raum und richte sie auf die Leute. Hast du das gebacken? Im blauen Raum hier? Dick. Ist ja auch echt nichts, wo man was sieht. Krank. Das ist richtig krank. Das ist die Kamera. Okay, das wird das Studio, wo ich aufnehme. Ich gehe hier runter. Tschüss. Motion Sickness. Warte, was geht? Kann ich die Leiter eigentlich rauf? Ja. Hier wollte ich nicht rein. Ich habe Doppelsprung gekriegt irgendwann. Eigentlich wollte ich doch hier kurz oben was machen. Und das ist das Spray. Ich kann hier doch hoch. Und lala. Hier kann ich nochmal hoch. Hey. Ja, Mann, ich weiß, was du wünschst dir. Ich wäre der alte, gute, alte Siggi. Naja, und ich wünsche mir, Servietten wären essbar, aber ich beschwere mich auch nicht. Sorry, Junge, ich bin auf der Arbeit immer irgendwie mies drauf. Du hast echt keine Ahnung, wie heiß es in dieser hohlen Birne wird. Die Arbeit ist im Moment einfach nur stressig, vor allem seit dieser Track von Big Mat rausgekommen ist. Fühlt sich einfach nicht richtig an, den Kids Six anzudrehen. Und das ist doch der Job ihrer Eltern. Nein, Mann, die sollen ihn davon abhalten. Apropos abhalten. Bitte. Und ab wieder. Ich kann fliegen. Und kotzen. Und hab mich nicht bewegt von hier aus.
Nehmt keine Drogen. Raucht weniger Zigaretten. Weiß, muss ich gerade sagen, aber. Wann denn die anderen komischen Vögel? Die Silky City, spießig ohne Ende. Ich bin gerade voll im Wald, dass diese alles geht den Bach runter Stimmung angeht. Ich bin voll im Wald, hier alles vollzuspielen. So kopen jetzt nicht. Überspringen. Wofür habe ich eigentlich hier diese Augen? Egal, mit dir hatte ich schon geredet. Da oben war ich immer noch nicht. Und hier war ich auch noch nicht. Der Typ draußen meinte heute keine Flüge mehr aus Sigi City starten. Er fasst etwas von Wartungsarbeiten. Was er aber nicht wissen ist, dass ich von Berufs wegen besonders viel Aufmerksamkeit brauche. Im Ernst, das ist mein Tagesjob. Ich muss morgen beim 100. Rumheuler-Kongress auftreten und auf der Bühne richtig einen abblasen. Die Fluggesellschaft hat also keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt haben. Wir werden es aber bald herausfinden, denn ich werde sie mit Beschwerden nur so zubomben. Bringt es bestimmt total. Hä? Sie ist doch drin. Wieso kann ich nicht erkennen? Ist wahrscheinlich außen, dann muss ich außen rumlaufen und dann kann ich diese Schnecke fressen. Ist wirklich außen. Ich weiß nicht warum, aber. Hallo. Tut mir leid, die Flugsicherung fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das heißt, niemand fliegt rein oder raus, bis das Problem behoben ist. Sigi City Suits entschuldigt sich aufrichtig für die Unannehmlichkeit. Bitte geht zum Skizzigi-Kiosk in der Lobby, um gratis Six zu bekommen. Nö, tue ich nicht. Hier oben rauf und spring da runter. Und brech mir alle Beine. Also beide. Mehr habe ich ja nicht. Ich habe irgendwas installiert. Ein Hundepro. Im Grunde froh. Ich schaue, dass es trocken ist. Und dann sind die wirklich unscheinlich ist, ja. Hey, ich soll hier gratis Zigaretten kriegen. Da kommt bei City Süße. Kam gestern Nacht auch nicht wieder. Gut. Hey, hier ist kaputt. Ja, ich sehe schon. Danke. Hier ist nichts zu holen, da war der Ausgang. Okay, ich muss wieder zu Fuß hochgehen. Das wird einfach, das gönne ich mir. Und ich werde mich auch teleporten. Ich habe mich eigentlich schon gefunden. Nee, mir fehlen noch. Das ist warte. So. Ich finde den lustigen Punkt eh nicht mehr, deswegen. Gehe ich mal in diese Richtung, mal gucken, ob ich das Spiel vielleicht noch ein bisschen vorantreibe. Weil bis jetzt habe ich nur schräge Typen hier gefunden. Aber nicht Big Mood. Mit dem ich doch ein Hip-Hop-Video drehen muss. Und mir wurde gesagt, er ist irgendwie rausgegangen. Achtung, du vielleicht Cities. Sigi City Suits. Ab hier garantieren wir nicht mehr für deine Sicherheit. Für die Alligatoren. Und das da oben ist übrigens Sigi Suits. 6 Mumps, Mann.
Und das hier ist die alte Stadt, wo wir im ersten Teil waren. Größtenteils. Oder kleinstenteils. Moin. Hey, du heißer Typ. Sorry, ich habe mich schon immer von Trash angezogen gefühlt. Mein letzter Freund hat es allerdings wenig übertrieben. Mit der Zeit hat er unser Zimmer total zugemüllt. Da stehe ich auf Trash, Leute, nicht auf Müll. Ich stelle mir gerade vor, wir haben dieselbe Liebessprache gesprochen. Eben zwischen zwei verschiedene Dialekte. Jo. 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 Ein für Uzi. Viel Spaß euch. Hier brennt was an. So. Jetzt sind wir in der Außenstadt. Wo irgendwo der Motor rumhängt. Moin. Der Manager kam heute rein und schaute sich den großen zerbrochenen Bürgermann-Augapfel an. Und sofort ist er wieder abgedampft. Wirklich inspirierend. Er muss so eine Art Chaos-Manager, auf Level 10 sein. Ja, kann sein. Ah, sieh mal einer an, der Furunkel ist zurück. Hast du gerade zum Schlamm gerutscht, um einen Stand in der ganzen Waldkohle hinzulegen? Oder soll ich sagen Gluckkohle? Ich traue mich zu sehen, wie Big Man mit seinem Ganztalent die Drecksarbeit von Gluck erledigt. Aber ist traurig, du solltest mal mit meiner Schwester einen drauf machen. Sie hat einen Job als Grafikdesignerin in der Gluck-Anzeigenabteilung aufgenommen. Genau. Sie können jetzt halt tonnenweise Profi-Tipps zum Thema Ausverkauf austauschen. Bist ja echt gut drauf. Kann ich hier nicht springen? Ja. Bürgermann, hey. Ich habe einen Burger bestellt. Als ich noch glatt rasiert war. Vor 3 Tagen. Ich muss in der Burgerhölle sein. Wobei ich den Bart eigentlich ganz cool finde. Wieso gehst du dann nicht einfach nach Hause, wenn du eh nichts bist? Man liebt dich, Big Matt ist wieder da. Entschuldigung, ist das deine Mülltonnentaube? Sie saß vor meiner Wohnung und sah irgendwie angetriggert aus. Aber ich habe keine Ahnung, was Vögel so fühlen. Ich habe ja gut zugeredet, aber ich glaube, sie wollte nur Ziggy-Sicks. Normalerweise ist ja gesucht und so, ne? Einfach so ins Klo rennen. Wir sind für Six. Ja. Solltest dir um deinen Tagger-Freund nicht allzu viele Gedanken machen. Manchmal ist der Gang ins Gefängnis genau das, was Oma schon immer wollte. Ich weiß nicht mal, wer Uzi ist, aber ich wurde geboren, um zu protestieren. Warte mal, wer? Ich dachte, Uzi wäre ein was? Ich dachte, es würde um kostenlose Uzis gehen. Aber egal, Verwirrung ist die Mutter aller Proteste. Noch was zu sagen? Na gut, ihr habt Spaß. Das ist ein Höhlbrunnen. Und das ist voll krank. Knutsch den Asphalt. Aua. Er ist ja freundlich. Ich kann diesen Typen mit den großen Händen echt gut ab. So rührend zu sehen, wie er sich für seinen Kumpel mit den großen Tieren anlegt.
würde ja mitmachen, aber ich habe genau null Ideen für witzige Plakate. Schade eigentlich. Der Tagger, der sich auf dem Klopsrevier verewigt hat, muss völlig irre sein. Ich habe auch gehört, dass seine Mom so eine Art Terroristin sein soll. Ah, oh, sie ist bei Oma und das sind keine Terroristen, Mann, das sind Revoluter. Oh, das war nicht böse gemeint. Terroristeneltern sind bestimmt eine Handvoll. Ihr seid alle krank. In diesem Spiel. Und ich kletter mal wieder hier hoch, um zu taggern.